Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tippen wir ganz schnell den 22. Spieltag der Saison 2020-2021. Das erste Spiel ist am Freitag 20:30 Uhr, Bielefeld gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist in Topform, Castells ist bis jetzt seit 6 Pflichtspielen. Okay, dazwischen war eine Amateurmannschaft, Schalke 04 im DFB-Pokal. Aber zähle ich einfach, Kun Castells ist seit 6 Spielen ohne ein einziges Gegentor. Und ich glaube, gegen Bielefeld kann man das sogar weiterführen. Und Wolfsburg gewinnt 0 zu 2. Freiburg gegen Union Berlin. Ich glaube, beide Mannschaften finde ich gleich stark. Freiburg ist auf dem 8. Platz. Union ist wieder ein bisschen weiter runtergerutscht und aktuell auf dem 9. Platz. Nur ein Punkt Unterschied. Freiburg hatte einen Punkt mehr, 31 Punkte und Union Berlin 30. Ich denke, es wird ein teilweise ausgeglichenes Spiel, ich glaube, es wird ein 1 zu 1. Ja, vielleicht wird es wieder der Spieltag mit den ganzen Unentschieden. Also man könnte den Spieltag eigentlich Wolfsburg nennen. Lul. Ja, dann nächstes Spiel, Borussia Mönchengladbach. Die wollen nach oben angreifen. Die haben Punktgleichheit mit Dortmund. Spielt gegen Mainz 05. Mainz 05 ist mit 14 Punkten ganz unten auf Platz 17. Ich denke, das ist klar. Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 1 gewinnt. Köln gegen VfB Stuttgart. VfB Stuttgart tabellenmäßig weiter oben. Das könnte so ein typisches Spiel sein, dass Gisdol wieder gewinnt. Aber nein, ich glaube, es wird knapp 0 zu 1 für Freiburg. Für Freiburg, lul. Für VfB Stuttgart. Oh, krieg ich so Hate ab. Wo ich das gesagt habe. Dann jetzt, oh, Topspiel, meiner Meinung nach. Frankfurt gegen Bayern München. Frankfurt in Topform sind aktuell auf Platz 3, Punktgleichheit mit Wolfsburg auf Platz 4. Und Bayern ist Erster. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das wäre so ein typisches Spiel, was Bayern wieder so 5-1 gewinnt. So. Viele Frankfurt-Fans und viele andere Fans sagen, dass Frankfurt es gewinnen wird. Und ich dachte es so Anfang auch, so, aber es kann ich irgendwie nicht glauben, dass. Keine Ahnung, es spricht viel dafür, aber ich glaube, dass. Es wird ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, Bayern wird besser sein. Ich glaube, Frankfurt wird öfters mal Chancen haben. Ich glaube einfach, das wird ein 1 zu 1. Dann das Revierderby. Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Was habe ich denn? Warum versch. Ich krieg irgendwie. Also, okay. Tut mir jetzt leid. Oh, ich krieg so Hate ab. Gegen BVB. Schalke gegen BVB. Revierderby. Real Talk. Ohne Fans im Stadion sind solche Derbys einfach absolut langweilig. Für mich ist es ein Spiel wie alle anderen auch jetzt. Ist halt so, Schalke verliert 0 zu 5. Augsburg gegen Bayern 04 Leverkusen. Mal ganz kurz, 1 zu 3 Sieg für Leverkusen. Obwohl Young Boys Bern finde ich schlechter als Augsburg und gegen die hat man verloren. Also, wenn man da verliert, war irgendwie, wäre wär denn klar, aber glaube ich nicht. 1 zu 3 für Leverkusen. Hertha, BSC, Big City Club gegen RB Leipzig. Hier ganz klar Sieg für RB Leipzig. 0 zu 2, darauf ein Red Bull. TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen. Werder Bremen ist lustigerweise, Punktgleicher. Werder Bremen ist 11. Platz mit 23 Punkten. Und Hoffenheim ist mit 23 Punkten auf Platz 12. Nur die Tordifferenz hat hier Werder Bremen minus 3 und TSG Hoffenheim minus 7. Deswegen ist hier Werder Bremen ein bisschen besser. Ich denke, das wird ein ausgeglichenes Spiel. Ich sehe teilweise TSG ein bisschen weiter vorne, obwohl die schon schwache Füße haben gegen Molde FK Real Talk. Ich habe nichts gegen der Mannschaft. Alles ist, ich glaube, die würde noch nicht mal in der ersten Liga bleiben, würden sie in der Bundesliga spielen. Und deswegen darf man gegen die kein Unentschieden spielen. Für mich ist es auch eine gefühlte Niederlage, da man 3-1, 3-0 geführt hat und dann irgendwie, wo das Spiel gedreht, finde ich absolut peinlich, aber weiß ich sehe trotzdem Sieg für Werder Bremen. Ja, 2-1 Sieg Werder Bremen. Am Ende wird es wieder ein Unentschieden. Alle Spiele werden Unentschieden. Lul. Ja, Leute, das waren die ganz kurzen Tipps. Nochmal zuvor gesagt, ich bin jetzt kein Fußballexperte. Ich habe jetzt nicht die. Ich habe nicht Fußball studiert. Ich bin normaler Fußballfan, sag ein bisschen meine Meinung. Also bitte hatet mich jetzt nicht in den Kommentaren. Ja, das war's im Video. Warum sage ich mal ja? Vielleicht um über die 8 Minuten zu kommen. Wer weiß. Leute, das war's im Video. Bis zum nächsten Mal und
Ciao.